Es hätte so schön sein können. Aeneas und Dido, beide aus ihrer jeweiligen Heimat vertrieben, treffen in Karthago aufeinander. Sie ist die Königin und er hätte ihr ein guter Partner auf dem Thron und im Leben sein können. Aber es kommt dann doch ganz anders. Die Geschichte von Aeneas und Dido aus Vergils Aeneis ist bis heute so bekannt, weil sie so menschlich ist und zwei Personen in einer Dilemmasituation zeigt, die eigentlich nur verlieren können. Wie gerade schon mal erwähnt, stammt die Geschichte von Aeneas und Dido aus Vergils Aeneis und das ist wirklich eines der ganz großen Werke der antiken Literatur. Entstanden ist es so um die Zeitenwende unter Kaiser Augustus und wenn euch Vergil, der Autor der Aeneis, näher interessiert, zu dem haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Die gesamte Aeneis thematisiert eigentlich die Flucht des Aeneas aus dem brennenden Troja und seine Ankunft in Italien, wo er eine neue Stadt gründen soll. Aeneas Nachfahren werden später die Herrscher Roms sein. Die Geschichte mit Dido ist also eigentlich nur ein Ausschnitt daraus, aber damit sind wir jetzt eigentlich schon mitten beim Thema. Aeneas ist ein Flüchtling. Als seine Heimatstadt Troja am Ende des Trojanischen Krieges niederbrennt, ist völlig klar, dass er dahin nie mehr zurückkehren kann. Ihm gelingt es zwar, seinen Sohn Ascanius und seinen alten Vater Anchises aus dem brennenden Troja zu retten, aber seine Frau Creusa schafft die Flucht nicht, also sie stirbt in Troja. Aeneas ist aber jetzt nicht einfach nur so unterwegs, um irgendwo eine Heimat zu finden, wo er mit seinen Begleitern bleiben kann, sondern er hat einen göttlichen Auftrag. Der Göttervater Jupiter, also es ist eine lateinische Erzählung, deswegen verwenden wir jetzt heute hier mal die römischen Götternamen. Der Göttervater Jupiter hat Aeneas beauftragt, dass er nach Italien fahren und dort eine neue Stadt gründen soll. Das Ganze geht durch das Einwirken diverser Gottheiten aber gewaltig schief. Aeneas ist schon 7 Jahre auf dem Mittelmeer unterwegs, als er in Karthago ankommt. Die dortige Königin ist Dido und sie nimmt Aeneas und seine Begleiter jetzt auf. Und beim Abendessen verliebt sich Dido jetzt in Aeneas. Dahinter steckt der Plan zweier mächtiger Gottheiten, nämlich Venus und Juno. Die beiden stehen eigentlich auf unterschiedlichen Seiten, arbeiten jetzt hier aber doch zusammen. Venus ist die Mutter von Aeneas. Also ja, Aeneas ist der Sohn einer Göttin. Und Venus möchte einfach nur, dass es ihrem Sohn gut geht. Er soll bei Dido bleiben und er soll nicht weiter auf dem Mittelmeer herumirren müssen. Und auf der anderen Seite ist dann noch Juno, die Königin der Götter, die während des Trojanischen Krieges auf Seiten der Griechen stand. Sie will einfach nur verhindern, dass Aeneas in Italien ankommt. Soll er in Karthago bei Dido bleiben und mit ihr glücklich werden? Alles in Ordnung. Hauptsache, er kommt nicht in Italien an und gründet dort ein zweites Troja. Die beiden schließen nun also einen Pakt, dass sie zusammenarbeiten werden und sorgen dafür, dass sich Dido und Aeneas ineinander verlieben. Man erfährt dann in der Folge auch ein bisschen mehr über Dido, denn auch sie ist aus ihrer Heimat geflohen. Sie ist Phönizierin und stammt eigentlich aus Tyros im heutigen Libanon. Aber ihr Bruder hat ihren Mann ermordet und hatte es wahrscheinlich auch auf sie abgesehen. Dido fühlt sich ihrem Mann auch nach dessen Tod noch verpflichtet und eigentlich hat sie nicht wirklich vor, nochmal zu heiraten. Sie ist mit einigen Leuten von Tyros aus aufgebrochen und hat in Nordafrika eine neue Stadt gegründet, deren Königin sie auch ist, nämlich Karthago. Aeneas und Dido teilen also ein ähnliches Schicksal. Beide sind aus ihrer jeweiligen Heimat geflohen, beide haben die Person verloren, die sie geliebt haben und wahrscheinlich verstehen sich Aeneas und Dido auch deshalb so gut. Zwischen Aeneas und Dido läuft's auch erstmal ganz gut. An einem Tag beschließen die beiden, dass sie zusammen einen Jagdausflug machen, also hat man in der Antike halt so gemacht und dazu nimmt man auch durchaus einige Leute mit.
Die Göttinnen Venus und Juno beschwören nun ein Unwetter herauf. Die Jagdgesellschaft zerstreut sich und ausgerechnet Dido und Aeneas landen ganz zufällig natürlich in derselben Höhle und finden dort Unterschlupf. Und dort gehen die beiden jetzt auch eine Verbindung ein. Also man muss sich das vorstellen, draußen blitzt, donnert und hagelt es und Aeneas und Dido heiraten. Beziehungsweise sie heiraten auch irgendwie nicht. Das hängt jetzt ganz stark von dem Wort ab, das im lateinischen Text steht. Da steht nämlich Conjugium und das ist nicht unbedingt eine rechtsgültige Ehe. Was man aber sagen kann, ist, dass Aeneas und Dido jetzt in dieser Höhle bei Blitz, Donner und Hagel beschließen, dass sie längerfristig zusammenbleiben wollen. Denn Dido hatte sich ja überlegt, dass sie jetzt nicht mehr heiraten will und deshalb nennt sie es vermutlich auch nicht Ehe. Das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt auch nicht, dass sich Aeneas und Dido irgendwie näher kommen, sondern dass Dido eigentlich ein Gelübde abgelegt hatte, sich mit keinem anderen Mann mehr einzulassen und dass Aeneas eigentlich nach Italien fahren und da eine Stadt gründen sollte. Die beiden schweben trotzdem noch ein bisschen auf Wolke 7, bis der Götterbote Merkur bei Aeneas auftaucht und ihn nochmal daran erinnert, was er eigentlich tun sollte. Er soll keine schöne Zeit mit Dido in Karthago haben, er soll nach Italien segeln und dort eine Stadt gründen. Eine Stadt, in der er herrscht. Aeneas sagt daraufhin gar nichts. Er beschließt, Dido und Karthago heimlich zu verlassen. Aber Dido bekommt das mit und die beiden streiten heftig und irgendwie kommen beide nicht so besonders gut weg. Also Aeneas ist eiskalt und ziemlich feige und Dido versucht es erstmal mit Mitleid und wird dann richtig unangenehm, als sie feststellt, dass Aeneas wirklich fahren wird. Mit ihre letzten Worte an ihn sind so sinngemäß: Dann hau doch ab und zerschell von mir aus auf dem Meer an den Klippen. Zeit, um zu bereuen, was man da gesagt hat oder es vielleicht nochmal miteinander zu versuchen, gibt es keine mehr. Aeneas besteigt sein Schiff und segelt ab. Dido denkt in der Nacht noch darüber nach, was sie denn jetzt tun könnte. Also sie könnte ja Aeneas nach Italien folgen und würde dann ihr Königreich für einen Mann aufgeben und ihre Untertanen im Stich lassen, für einen Mann. Irgendwie ist das keine Option. Auf der anderen Seite könnte sie natürlich auch einen von den vielen, vielen anderen Männern heiraten, die sie gerne heiraten würden. Aber auch das kommt für sie nicht in Frage. Dido fühlt sich verraten. Ihr Traum von einer gemeinsamen Zukunft mit Aeneas ist geplatzt. Außerdem hat sie ihr Gelübde gebrochen und das am Ende für nichts. Sie beschließt, Selbstmord zu begehen. Während ihr Scheiterhaufen schon brennt, greift sie zu einem Schwert und bringt sich damit selbst um. Vorher aber verflucht sie noch Aeneas und alle seine Nachkommen. Zwischen Rom und Karthago soll ewige Feindschaft herrschen. Die Geschichte soll also auch erklären, wie es im 3. und 2. Jahrhundert vor Christus zu den realen, also historisch wirklich geschehenen, punischen Kriegen kommen konnte, die sowohl für Rom als auch für Karthago sehr verlustreich waren und an deren Ende es Karthago nicht mehr gab. Ist das jetzt das Ende der Geschichte? Noch nicht ganz, denn im späteren Verlauf der Erzählung steigt Aeneas in die Unterwelt hinab. Dort werden ihm die ganzen ruhmvollen und glanzvollen Taten gezeigt, die von der Stadt ausgehen werden, die er noch gründen wird. Und er trifft dort auch noch einmal auf Dido. Aeneas bereut, was er getan hat und vor allen Dingen ist er sehr mitgenommen davon, dass Dido tot ist, denn das wusste er ja noch gar nicht. Er versucht, sie anzusprechen, aber Dido reagiert überhaupt nicht auf ihn. Also selbst im Leben nach dem Tod möchte sie nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sie ist ein Schatten in der Unterwelt und sie ghostet ihn. Aeneas und Dido ist eine Geschichte, die auch heute noch viele Menschen berührt.
Also einerseits hat sie einen ganz aktuellen Aspekt, dadurch, dass eben sowohl Aeneas als auch Dido beide Flüchtlinge sind, die ihre Heimat verlassen mussten und sich erst etwas Neues aufbauen mussten. Aber auch ganz abgesehen davon hat die Geschichte sehr viele universelle und zeitlose Aspekte. Zum Beispiel Liebe, Leidenschaft und Verlangen, Schmerz und Verlust und die sehr bittere Erkenntnis, dass man eine Sache für eine andere Sache opfern muss. Aeneas und Dido sind sehr menschlich. Sie müssen schwierige Entscheidungen treffen und sich am Ende fragen, ob ihre Liebe wirklich alles besiegen kann. Sie könnten glücklich miteinander sein, aber dann gibt es da eben auch noch andere Faktoren, die damit reinspielen. Erwartungen von außen und andere Verpflichtungen, die man auch einhalten muss. Für Dido sind das ihre Verpflichtungen als Königin gegenüber ihrem Volk und für Aeneas sind das seine Verpflichtungen gegenüber den Göttern. Und ab da ist es dann auch wieder eine moralische und ethische Frage. Liebe oder Pflicht? Welchen Stellenwert hat mein persönliches Glück? Und welche Verantwortung trage ich für mein Handeln, wenn das Leben von anderen Menschen beeinflusst? Die Geschichte von Aeneas und Dido ist super schön erzählt und es macht auch wirklich Spaß, sie zu lesen. Wenn man sich dann tiefer drauf einlässt, merkt man aber, dass das mal wieder ein ganz schön dickes Brett ist. Ich weiß, wir sagen das öfter, aber es ist eben Weltliteratur. Die Geschichte von Aeneas und Dido und Vergils Aeneis im Ganzen war eines der einflussreichsten Werke der antiken Literatur und das auch noch lange nach dem Untergang Roms. Das hatte vermutlich auch einen Grund. Ihr könnt uns jetzt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr euch in der Situation entschieden hättet. Und wenn euch die Zusammenfassung von Aeneas und Dido jetzt gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut!